Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Beitrag von Wolfram Weimer bei Maischberger, wo er den Krieg in der Ukraine verloren gibt und im Grunde, wie er damit die Altmedien und sich selbst der Täuschung überführt. Außerdem geht es um einen Artikel von Matthias Döpfner, wo er auch den Krieg hinter sich lassen will und neue Allianzen schmieden will. Jetzt im Folgenden der Beitrag. Ich fürchte, wir haben es jetzt mit einer Lage zu tun, wo wir uns eine unangenehme Wahrheit eingestehen müssen. Und die heißt, dass Russland diesen Krieg gewonnen hat. Ja. Jetzt? Jetzt. Und zwar arbeitet unser Bundeskanzler ja mit dieser Sprachschablone, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, die Ukraine muss gewinnen. Ich frage mich nur, wo das politisch hinführen soll. Denn faktisch hat Russland jetzt den Donbass praktisch erobert. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Die Flächengewinne sind riesig. Sie sind etwa so groß wie Holland und Belgien zusammengenommen. Die Landverbindung zur Krim ist da. Das heißt, wie soll Russland diesen Krieg jetzt verlieren? Die Ukraine hat die Kraft nicht, auch mit den Waffen, die wir noch liefern können. Und Russland gewinnt auch im internationalen Spiel der Sanktionen. Die Chinesen sind heute gerade Russland beigesprungen. Die Inder machen Geschäfte wie nie mit Russland. Wichtige Schwellenstaaten wie Brasilien und Südafrika sind im Westen von der Fahne gegangen. Der Bundeskanzler hatte eine Reise nach Südafrika, da wurde er auf offener Bühne blamiert. Die wollen keine Sanktionen, die wollen noch nicht mal von Aggressionskrieg reden. Das heißt, wir haben auch diesen internationalen Kampf um die Mehrheit verloren. Und ich fürchte, wir müssen uns das eingestehen. Und ich nehme an, dass die Initiative von Macron darauf beruht, eine realpolitische Einsicht, wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Wir müssen ihn möglichst schnell beenden. Mhm. Und das ist auch aller Ehren wert, dass man nun eine diplomatische Initiative startet. Und das erwarte ich eigentlich von unserer Bundesregierung, gerade weil sie so zaudernd war, den Kanal nach Moskau offen gehalten hat. Eigentlich muss Berlin jetzt einen Friedensplan vorlegen. Und das erhoffe ich mir von der Kiew-Reise, dass er das tut. Frau Balzer hatte. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Herr Scholz jetzt tatsächlich endlich nach Kiew fährt, um dann zu sagen, liebe Ukrainerinnen und Ukrainer, gebt jetzt mal auf. Also das ist doch im internationalen, das ist doch überhaupt nicht vorstellbar. Gebt jetzt mal auf, wir reden über einen Waffenstillstand. Denn der Ruf zu den Waffen kann ja nicht das politische Spiel beenden. Wir müssen doch in einen Moment kommen, wo dieser Krieg aufhört. Auch im Interesse der Ukraine, gerade im Interesse der Menschen. Und deswegen ist es doch wichtig, dass Frankreich und Deutschland jetzt die Tür aufmachen und sagen, wir müssen reden. Denn wir werden diesen Krieg nicht gewinnen, die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Aber Macron und Scholz reden seit Wochen, sie telefonieren seit Wochen mit Putin. Und zumindest nach allem, was ich weiß, vielleicht wissen Sie was anderes, kommt da nichts bei raus, gar nichts. Ich sehe das anders. Die Initiative aus Paris ist wohl orchestriert. Es gibt ein Papier zur Vorlage, das die Friedensgespräche reaktivieren sollen. Im Gegensatz kommt die Ukraine in den Beitrittsstatus der Europäischen Union, kriegt auch weiter militärische Unterstützung. Aber es ist in keinem Interesse, weder der Ukraine noch unserer, noch des Weltfriedens, einfach nur den Ruf zu den Waffen immer fortzuschreiben. Wir müssen eine Lösung finden. Und die kann nur auf dem Verhandlungswege stattfinden. Deswegen bin ich froh, dass der Macron jetzt diese Initiative startet. Erinnern wir uns an das Narrativ der großen Medien Ende Februar. Die Überraschung war groß, dass Russland angegriffen hat. Es war ein Angriffskrieg, völlig überraschend, völlig aus dem Himmel heraus, auf die demokratische Ukraine, auf die fast demokratische Ukraine, die eigentlich auf dem besten Weg ist, mit vielleicht ein paar Defiziten. Russland führt also aus dem Nichts heraus einen Aggressionskrieg, um die Ukraine zu erobern. Das ist das Ziel der Russen. Und die Ukraine ist chancenlos. Sie ist dem nicht gewachsen. Man ist erschüttert und Russland ist übermächtig und die Ukraine hat überhaupt keine Chance. Es ist ein demokratischer Staat. Es war eigentlich alles auf dem besten Weg. Der Weg in die EU. Alles war schön gewesen. Und plötzlich kommt Russland mit seinen imperialen Bestrebungen und möchte die Ukraine angreifen und einverleiben. Damit konnte man nicht rechnen. Es ist also, das arme Opfer wurde also überfallen. Und ja, und die Lage ist aussichtslos. Die Russen sind übermächtig, keine Chance dagegen. Das war das Narrativ gewesen. Bei Bild, bei Spiegel und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und plötzlich war es dann so, dass die Ukraine Widerstand leisten konnte. Weil sie so unendlich tapfer sind, so heldenhaft sind, weil aber der Westen vielleicht so ein kleines bisschen geholfen hat. So ein kleines bisschen. Und mit der großen Tapferkeit ist dann der Widerstand gelungen. Genüsslich wurden die Fotos präsentiert von Panzerkolonnen der Russen, die alle abgeschossen wurden.
nahe Kiew. Sein einziges Panzergrab, kann man sagen. Und wie ist die Lage jetzt? Russland hat ein paar kleine Ostgebiete erobert. Mit der Krim zusammen sollen es 20% der Ukraine sein. Also man kann sagen, eigentlich die ganze Ukraine ist eigentlich noch frei. Und ein paar kleine Ostgebiete hat Russland erobert. Und jetzt soll der Krieg verloren sein. Wie passt das zusammen? Es sind doch noch 80% befreit und jetzt kommen doch erst die Waffenlieferungen. Es müsste doch jetzt eigentlich die Wende möglich sein. Und die Ukraine müsste doch weiter tapfer kämpfen. Warum ist der Krieg jetzt plötzlich verloren? Es ist natürlich so, dass wir auch nur zu einem gewissen Grad spekulieren können. Wir müssen wissen, Maischberger, Wolfram Weimer, die ganzen Öffentlich-Rechtlichen, sie sind viel besser informiert als wir. Sie wissen viel, viel mehr als wir. Wir haben ein paar Informationen, aber zu einem gewissen Grad können wir auch nur spekulieren. Es ist aber auffällig, dass viele Medien umschwenken. Und was wir auch mitbekommen haben, dass es eine große Materialschlacht im Donbass gegeben hat. Dass die Kämpfe sehr heftig und erbittert waren. Wie kann es jetzt aber sein, dass der Krieg verloren wurde? Und wie passt das vor allem zusammen, dass im Osten der Ukraine so hart gekämpft wird, wodurch die Ukraine völlig überrascht war von dem Angriff und eigentlich völlig wehrlos ist und eigentlich zu erwarten war, dass die russische Armee über die Ukraine drüber geht, wie nichts, also ungefähr wie damals, als Amerika den Irak erobert hat. So wurde der Eindruck erweckt, dass es jetzt so laufen soll. Und hier wird aus meiner Sicht deutlich, dass 8 Jahre lang daran gearbeitet wurde, den Russen eine Falle zu stellen. In Wahrheit die Ukraine systematisch auf diesen Krieg vorzubereiten und den Osten der Ukraine in eine Festung zu verwandeln. Was hier in den Medien nie berichtet wurde, ist, dass der ganze Donbass in eine Festung verwandelt wurde. Ich habe schon in einem vergangenen Video einen Beitrag von RT gepostet, wie ein Soldat eine verlassene Bunkeranlage vorstellt, die in den 8 Jahren ausgehoben wurde. Es ist ein schwer gepanzerter Schützenstand, der also mit herkömmlichen Raketen eigentlich nicht zerstörbar ist. Und im ganzen Donbass sollen solche Anlagen vorhanden sein. Ich blende jetzt hier nochmal den Beitrag ein. Wenn ihr ihn gesehen habt, könnt ihr ihn überspringen. Просто для примера, фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно, но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам, например, под Авдеевкой, например, Угледаре, Рубежная. Смотрите, вот типовой их укрепленный блиндаж сделан, ну, это что-то невероятное. Огромная массивная дверь, 40 сантиметров высококачественного бетона. Это очень хороший бетон. Дальше. Еще одна дверь, предбанник. Не знаю, сколько она, может, тонну весит. Здесь у них была буржуйка. Такие основательные бронированные бойницы вот такой толщины. И вот здесь. Туда она уходит вот настолько, вот примерно вот с этой, с фронтовой стены, вот такое количество бетона. Взять этот рубеж, ну практически, ну невозможно. Это что надо применять, чтобы поразить такой укрепрайон? И таких дзотов, путей ходов сообщений в полный профиль. Целая сеть, плюс за моей спиной у них там база, 7-8 метров в глубину, такие же забетонированные мощные бомбоубежища, с ходами сообщениями, совсем с бойницами, можно вести бой. Вот как раз полностью просматривается дорога, вот она. И вот это сейчас приходится штурмовать нашим войскам для понимания того, с чем они сталкиваются. Вот здесь вот все по уму сделано. Сеточки, это сделано для того, чтобы при попадании снаряда вот этот защитный слой кевларовый не отлетали бетонные осколки, которые могут поразить того, кто находится внутри. Сделано все основательно, капитально, и по уму это все делалось, накапливалось много-много лет. Wenn wir jetzt diese Bunkeranlage sehen und sie nur exemplarisch sein soll für ein ganzes Netz, ist plötzlich vollkommen klar, warum die Russen es so schwer haben, Donbass. Dazu kommen Waffenlager.
Und bemerkenswert ist auch hier, dass ja Russland nur ganz wenig vom Donbass erobert hat, aber schon diese riesigen Waffenlager ausgehoben wurden. Wie gesagt, im Milliardenwert. Unendlich viele Waffen, sehr nahe der Grenze zu Russland, kann man sagen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum wurden diese Waffen dort platziert? Warum wurden die ganzen Bunkeranlagen genau hier gebaut und nicht in Kiew? Weil die Fugmutu liegt natürlich nahe, dass weiter westlich sozusagen nichts mehr kommt. Warum wurden jetzt die Waffenlager so weit östlich angelegt? Und hier liegt die Vermutung nahe, dass es einen Plan gab. Dort, wo die Leute zu Russland wollen, also im Donbass, hat man diese ganzen Bunkeranlagen aufgebaut und wollte es sozusagen uneroberbar für die Russen machen. Dazu hat man dafür gesorgt, dass die ganzen Waffen in Reichweite der Bunkeranlagen sind, dass es keine langen Transportwege gibt. Denn sehr wahrscheinlich hat man vorausgesehen, dass Russland mit der Luftüberlegenheit die ganzen Verkehrswege kaputt machen würden. Wahrscheinlich war der Plan jetzt so. Russland soll den Großteil der Ukraine einnehmen und dann soll die russische Armee aus Hinterhalten heraus besiegt werden. Wie wir es ja auch schon gesehen haben, die ganzen kaputten Panzer. Das heißt, überall verstecken sich die Nationalisten mit ihren Waffen, schießen auf Russen. Den Donbass, wo die Leute für die Russen sind, wo keine Hinterhalte möglich sind oder sehr viel schwerer möglich sind, den Donbass können sie nicht einnehmen, weil dort überall diese Befestigungsanlagen sind. Das heißt, man wollte wahrscheinlich Russland in die Falle locken, diese ganzen Befestigungsanlagen im Osten zu vermeiden und den Westen einzunehmen, der aber auch nicht haltbar ist, weil aus Hinterhalten immer Attacken kommen. Und am Ende würde dann der vollkommene Sieg der Ukraine stehen. Aus der Mitte wird dann die russische Armee rausgebombt mit der Zeit, aus Hinterhalten. Und den Osten können sie sowieso nie einnehmen, weil es eine einzige riesige Festung ist. Was hat aber Russland jetzt gemacht? Sie haben diese ganzen Artilleriesysteme zusammengezogen, haben sich aus dem Rest des Landes wieder zurückgezogen, nachdem sie schwere Verluste erlitten haben am Anfang, oder ich weiß nicht, schwere Verluste, aber auf jeden Fall Verluste. Man weiß natürlich auch nicht genau, was die Russen wollten. Vielleicht wollten sie die ganzen Biolabore unschädlich machen, oder haben wir irgendwelche anderen Geheimaktionen gemacht, von denen wir nichts wissen und mussten deswegen vorübergehend in die Ukraine einmarschieren. Jedenfalls haben sie sich nach einer Weile zurückgezogen, vollständig aus der ganzen Ukraine und haben Stück für Stück die ganzen Befestigungsanlagen zerstört. Und hier hat man ja gesehen, wie langwierig das war, wie erbittert das war. Und was in den westlichen Medien auch nicht berichtet wurde, ist, dass die russische Armee versucht hat, die Gebäude nicht vollkommen zu zerstören, damit die Zivilisten in den Keller nicht sterben, was zusätzlich Schwierigkeiten bereitet hat. Aber anscheinend haben sie es so geschafft, Stück für Stück sich vorzuarbeiten, die Zivilbevölkerung weitgehend zu schonen, damit die Zivilbevölkerung auf ihrer Seite zu haben, sodass sie keine Hinterhalte befürchten müssen. Dass also die Gebiete, die sie erobert haben, die befürworten die Aktion, sie wollen weg von der Ukraine und demzufolge sind Hinterhalte unwahrscheinlich.
Und wahrscheinlich genau das weiß Wolfram Reimer und das weiß auch Matthias Döpfner, weswegen sie jetzt den Krieg abschenken. Matthias Döpfner hat in der Welt einen Artikel geschrieben, in dem er sagt, okay, Putin hat den Krieg verloren, er ist damit nicht durchgekommen, weil er ja nur 20% der Ukraine erobert hat und große Verluste erlitten hat. Und jetzt soll es eine Allianz Amerika-Europa-Russland geben. Warum möchte Matthias Döpfner plötzlich diese Allianz? Weil klar ist, dass der Westen verloren hat, diesen Sanktionskrieg. Und wenn es jetzt kein Bündnis gibt, Amerika-Europa-Russland, dann ist klar, es gibt ein Bündnis Russland-China, vielleicht noch mit Indien und vielen anderen Staaten. Wenn man sich dann die Bevölkerung anguckt, Amerika und Europa zusammen, sie haben viel weniger Bevölkerung als China und Russland allein. Viel weniger. Und wenn dann noch viele andere Staaten dazukommen, dann sieht plötzlich der ganze Westen isoliert aus. Ganz deutlich wird die Lüge der großen Medien. Diese Geschichte von dem schnellen Sieg Russland, es ist vollkommen unmöglich, wenn im Donbass diese ganzen Bunkeranlagen und diese riesigen Waffenlager sind. Wie soll es möglich sein, die Ukraine so schnell zu erobern? Die großen Medien haben systematisch verschwiegen, dass 8 Jahre lang die Ukraine hochgerüstet wurde. Oder sie haben es auf jeden Fall nicht so dargestellt, dass die Leute es verstehen, sondern die Leute denken, es ist jetzt alles ganz friedlich, alles ganz normal. Und völlig überraschend greift Russland an, wobei natürlich hier klar ist, dass es überhaupt nicht überraschend war, sondern dass der Westen darauf systematisch hingearbeitet hat. Es genau gewusst hat, es provoziert hat. Diese Zusammenhänge habe ich in einem anderen Video ausführlich erläutert. Jetzt nochmal auf das Ganze einzugehen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.